One Piece ist in der finalen Saga angekommen. Egghead ist bald vorbei. Danach wollen die Strohhüte zusammen mit den Vegapunks nach Elban fliehen. Doch wie viele Arcs, wie viele Inseln müssen die Strohhüte noch besuchen, bevor One Piece zu Ende geht? Wie läuft das Ganze nach Egghead weiter bis zum Schluss? Das ist das Thema für heute. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also im Großen und Ganzen diese Zeitangaben von Ichiro Oda, die er ab und zu rausgehauen hat, darf man nicht für voll nehmen. Wenn man der letzten Aussage irgendwie Glauben schenken soll, dann ist One Piece in ein, zwei Jahren vorbei. Was nicht realistisch ist, denn bei dem ganzen Berg, den Oda noch abarbeiten muss, an Mysterien, an offenen Sachen, an selbst Inseln und Geschehnissen und Treffen zwischen Charakteren, die noch kommen, ist das unmöglich. Gerade mit den Pausen, die zurzeit immer häufiger kommen. Ich würde vom jetzigen Zeitpunkt anhand auch der Pausen, die jetzt immer wieder kommen, sagen, dass One Piece vom jetzigen Zeitpunkt an noch 5 Jahre geht. Vielleicht sogar auch bis 2030. Wie dem auch sei, der Egghead Island Arc, der Egghead Incident, der ja kommen soll, der große Vorfall, der in der Welt ja irgendwie schockierend sein soll, der kommt bald jetzt und dann ist der Plan ja zu fliehen nach Elban. Deswegen, der nächste Arc für die Strohhüte wird Elban sein. Elban habe ich mir immer so als großen Arc vorgestellt, so ähnlich wie Wano Kuni, schon vor 10, vor 15 Jahren, schon immer, seit Little Garden, seitdem Boogie und Woogie eingeführt wurden damals und Lysop die so zu denen aufgesehen hat, wusste man, okay, irgendwann kommt der Elban-Arc. Irgendwann werden die Strohhüte auf der Rieseninsel sein, Elban. Und dort wird es einen Arc geben, der wird groß, der wird krass. Das war irgendwie klar. Jetzt, da das leider eine Insel ist, die in der neuen Welt ziemlich weit hinten ist und eine Insel ist, die einfach jetzt am Ende von One Piece auftaucht, glaube ich nicht mehr, dass es halt so ein jahrelanger Arc wird. Wie gesagt, Wano Kuni ging irgendwie 5 Jahre. Das wird auf jeden Fall nicht mehr der Fall sein. Auch wenn es ein bisschen schade ist, bin ich mal ehrlich. Denn theoretisch hat der Arc so viel Potenzial. Das ist ja auch der Arc, der so ein bisschen dann an die nordische Wikinger-Mythologie angehaucht ist. Gerade nach Wano Kuni, wo wir dieses klassische japanische hatten, wäre das mal irgendwie geil gewesen, das noch ein bisschen länger zu haben. Wer weiß, vielleicht sind wir da ja auch 2 Jahre oder sowas auf Elban jetzt noch. Das könnte ich mir maximal vorstellen, dass wir 2 Jahre Elban haben. Aber dass dort, wie gesagt, ein großer Konflikt irgendwie mit einem Antagonisten auf dieser Insel ist, wie man es kennt aus dem One Piece Arc, das wird nicht so sein. Wir haben ja auch Shanks gesehen, dass der dort ist auf Elban. Das ist sein Territorium höchstwahrscheinlich. Wie gesagt, die Red Force, das Schiff der Roter Piraten, ist ja auch so Wikinger-mäßig. Höchstwahrscheinlich kommt das aus Elban. Er chillt da immer. Deswegen, da wird nicht noch irgendwie ein Antagonist schlummern, den Shanks noch nicht besiegt hat oder sowas. Den einzigen Konflikt innerhalb Elbans könnte ich mir höchstens mit Loki vorstellen. Mit, wie gesagt, dem König der Riesen sozusagen zur Zeit. Dass es da irgendwie noch einen Konflikt gibt oder sowas. Aber jetzt den großen Antagonist und das Königreich muss befreit werden, One Piece-mäßig, das wird nicht mehr stattfinden auf Elban. Aber trotzdem, die Insel bietet ziemlich viel. Wir haben zum Beispiel die Insel auch schon in der Totalen gesehen. Irgendwas Riesiges ist dort rechts. Irgendwie ein riesiger Baum, der wahrscheinlich an Yggdrasil, den Baum des Lebens, angehaucht ist. Hat sich Oda wahrscheinlich wieder inspirieren lassen. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall, das Treffen der Strohhüte und der Roter Piraten wird dort stattfinden. Auch wenn die Roter Piraten wahrscheinlich jetzt gerade oder wenn die Strohhüte ankommen, dann nicht da sein werden. Weil, wie gesagt, Shanks wollte gerade aufbrechen, der ist gerade irgendwo anders, deswegen ist er wahrscheinlich nicht da. Die Frage ist, ist Kid dort irgendwie eingesperrt im Gefängnis oder sowas? Der wurde dort ja zerstört, sein Schiff wird kaputt gemacht, seine Reise ist beendet. Ist der jetzt vielleicht dort irgendwo im Gefängnis mal wieder und Ruffy kommt denn da an? Das wird schon ziemlich lustig irgendwie. Vegapunk, wenn sie ihn dann lebendig dort jetzt hinkriegen, ist natürlich dann auch sehr wichtig, weil der ziemlich viel erklären kann bezüglich Teufelsfrüchte. Wir haben dort Hakwatisauro mit den ganzen Wissen, mit den ganzen Büchern und allem von Ohara, was er damals gerettet hat, ist er dort. Und das Treffen zwischen Robin und Hakwatisauro, dem Riesen, der damals, wie gesagt, Robins Leben gerettet hat und alles, mit dem sie eine extrem krasse emotionale Verbindung hat. Dieses Treffen wird so geil, so emotional nice nochmal aufgebaut von Oda wahrscheinlich. Und auch allgemein mit den Überbleibseln von Ohara. Was konnte gerettet werden? Und Robin sieht das alles nochmal vor Ort. Das wird richtig, richtig geil. Und deswegen, Elban Arc wird nice. So, ich will jetzt nicht so lange noch über den Elban Arc reden, denn es gibt noch einige andere Inseln, die theoretisch abgeklappert werden könnten. Und zwar haben wir noch Beehive. Beehive ist auch in der neuen Welt und deswegen auch eine potenzielle Insel. Wie gesagt, es könnte sein, dass die Strohhüte selbst nochmal nach Beehive kommen, weil sie vielleicht gezwungen werden, dort aufzutauchen. Weil, wie gesagt, Garp als Geisel dort festgehalten wird von den Blackbeard-Piraten oder Robin, die jetzt gerade auf Egghead, die auch gerade nicht ist. Vielleicht ist die dort gerade jetzt mitgenommen worden von den Blackbeard-Piraten, die dort waren. Es war ein Blackbeard-Piratenschiff auf Egghead. Das Schiff ist jetzt irgendwie weg. Robin ist seit ein paar Chaptern nicht aufgetaucht, obwohl alle Strohhüte immer versammelt waren so. Und es könnte sein, dass, wie gesagt, Blackbeard einen Auftrag gegeben hat, so Robin gefangen zu nehmen, mitzunehmen, weil sie, wie gesagt, als Einzelne überhaupt in der One-Piece-Welt die World-Pornoglyphen lesen kann. Und er hat jetzt 3 World-Pornoglyphen von Law sich abgeknallt.
verknüpft. Deswegen macht es Sinn, sich irgendjemanden zu holen, der das entschlüsseln kann. Und deswegen könnte es auch sein, dass es jetzt komplett alles anders verläuft nach Elcat. Dass sie gar nicht nach Elbern können, weil sie erstmal Robin befreien müssen und die ist dann auf Beehive. Beehive ist gefühlt um die Ecke. Könnte ich mir vorstellen, zumindest, dass Beehive nicht so weit weg ist von Elcat. Dann haben wir noch Winners Island, die Insel, wo Lawyer angekommen ist nach Wano Kuni. Es könnte auch sein, dass sie dort noch vorbeikommen und da mal anlegen. Aber da ist ja nicht viel irgendwie. Da sind ja auch keine Leute gewesen, kein Dorf oder so. Deswegen macht es nicht so viel Sinn. So, Inseln, die aber noch geografisch vorkommen müssten, ist eigentlich sowas wie zum Beispiel Lodestar. Lodestar soll eigentlich die letzte Insel der Grand Line sein, die sozusagen verrät. Auf dieser Insel kriegt man die Info, okay, der weitere Weg nach Raftel geht mit den Road-Porneglyphen weiter. Mit den Load-Porneglyphen, wie sie ja jetzt auch genannt werden sollen. Und Lodestar ist sozusagen die letzte Insel, die man ganz normal mit einem Lockport erreichen kann, mit dem Eternal Port. Ab da funktioniert das nicht mehr. Diese Info, dass das so ist, haben die Ströte aber schon auf Su bekommen. Von Inuarashi und Nekomamushi diese Infos. Deswegen, sie mussten gar nicht nach Lodestar, um schon über die Road-Porneglyphen zu erfahren und alles. Sie wussten das schon vorher. Und bevor sie überhaupt auf Lodestar waren, haben sie jetzt schon 3 Road-Porneglyphen, was schon sehr krass ist. Aber theoretisch könnte es sein, dass Lodestar noch als letzte Insel besucht wird. Ich frage mich, was das dann wie gesagt ist. Ist das so ein Knotenpunkt für viele Piraten, dass dann die Reise endet oder so? Haben sich da viele Piraten niedergelassen? Ist Lodestar vielleicht irgendwie Beehive oder sowas? Ist das vielleicht jetzt unter einem anderen Namen bekannt? Man weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Es ist auf jeden Fall eine Insel, die noch geografisch vorkommen könnte so und eigentlich auch kommen muss. Ich glaube nicht, dass das ein großer Arc wird, aber trotzdem wollte ich es auf jeden Fall hier reingebracht haben, weil es wichtig ist. So, dann haben wir noch eine Insel, die dem Erdboden gleichgemacht wurde, dem Meeresboden. Die wurde ausgelöscht damals. Der große Vorfall vor 38 Jahren. Die Rocks-Piraten haben dort gegen Roger und Garp gekämpft und wurden dort zerschlagen. Und zwar auf der Insel God Valley. Den God Valley-Vorfall. Was ist mit God Valley passiert? Ist das eine Insel, die vielleicht noch besucht wird? Ich könnte es mir irgendwie vorstellen, dass God Valley nochmal besucht wird. Und dass das eine Insel ist, die vielleicht jetzt auch ziemlich weit hinten ist. In der Welt, in der neuen Welt sozusagen. Deswegen, God Valley ist auf jeden Fall ein Kandidat, noch besucht zu werden. Aber an sich stelle ich mir vor, dass sie auf Elbarn irgendwie Infos kriegen über den Mann, der vom Feuer gezeichnet ist, der das letzte Road-Pornoglyph haben soll. Und dann geht es halt, diesen Mann zu suchen irgendwie. Wer das auch immer sein mag, viele sagen, das ist Dragon. Ich glaube das inzwischen nicht mehr. Ich glaube, das ist irgendjemand Außenstehendes, den wir vielleicht noch gar nicht kennen. Oder halt Scopa Gaban wirklich oder sowas. Aber wenn sie den dann gefunden haben und die Road-Pornoglyphen haben, dann geht es halt nach Laugh-Tale. Und Laugh-Tale wird halt auch nochmal ein Arc. Ich hoffe, das wird ein kleiner Arc. Also ein paar Chapter sollten sie schon da bleiben. Das kann nicht so kurz sein. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass auf Laugh-Tale vielleicht auch der Kampf zwischen Ruffy und Blackbeard stattfindet, wenn er nicht auf Beehive vorher stattfindet. Deswegen, Laugh-Tale ist halt eine Insel, die besucht wird, zu 100%, wo sie nun immer sein mag, ob es jetzt in der neuen Welt irgendwo ganz hinten ist, ob es jetzt vielleicht eine Himmelsinsel ist, ob es unter Wasser irgendwie ist oder in der Red Line oder doch während der Aqua Laguna auf Longring Longland in der Mitte, wenn die Krone sozusagen frei ist. Sowas in der Art könnte ich mir auch vorstellen. Ihr kennt diese Theorie und wenn nicht, dann schreibt mal in die Kommentare, ob ich sie nochmal bringen soll, dass Laugh-Tale sozusagen in Longring Longland ist, diese Insel, die damals gefühlt keiner wahrgenommen hat. Die Uralt-Theorie, die gibt es schon länger. Ja, aber an sich sind das die Inseln, die noch besucht werden. Natürlich gibt es dann noch die Red Line, Mary Joa, Schloss Pangea mit Imsama und sowas, was besucht wird. Also die Red Line, wenn man das als Insel sieht, ist auch noch ein Ort, der besucht werden muss. Meiner Meinung nach muss es da später auch den großen Kampf geben auf der Red Line, den großen Krieg am Ende gegen die Weltregierung, gegen die Marine, stelle ich mir wirklich auf der Red Line vor. Dass erstmal die Strohhüte, die ganze Piratenallianz der ganzen Welt sich zusammentut und dann erstmal, wie gesagt, vom Ozean sich fast schon D-Day-mäßig an die Red Line rankämpfen müssen und dann die Red Line hochkommen müssen und auf der Red Line dann erst der richtige Krieg losgeht. So kann ich es mir vorstellen, dass es jetzt irgendwie noch ein Revo-Arc gibt, was sich viele wünschen, so. Die Revolutionsarmee, dass die nochmal besucht wird oder sowas, das geht nicht. Mummuri Island ist nicht in der neuen Welt. Also es ist genau auf der anderen Seite. Es ist auf Paradise. Es ist auf der anderen Seite des Planeten. Also es macht keinen Sinn. Da, wo Dragon gerade ist, ist überhaupt nichts. Deswegen macht es nicht viel Sinn, dass die jetzt da ankommen. Dragon, Sabo, Ivankov, die Revos, die müssten jetzt eigentlich eher ihren Move machen, anstatt jetzt die Ströte sie irgendwie treffen. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Was denkt ihr? Was für Arcs kommen für euch noch? Also für mich, wie gesagt, Elbern, eventuell Beehive, Laugh-Tale, Lodestar ist für mich ein Ort, der besucht werden muss. Und dann am Ende natürlich Raftel. Ich bin das mal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.